Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Videotagebuch. Ja, diesmal wird das ziemlich kurz werden, das Videotagebuch. Ich bin nur 6 Stunden unterwegs. Ja, habe mir ein Herz gefasst und habe dann die Kamera doch mitgenommen. Normalerweise gehe ich immer, wenn ich so Kurzsessions mache, so Tagessessions, gehe ich nur ohne Kamera raus. Aber diesmal habe ich sie mitgenommen. Und zwar muss ich noch mein Testergebnis preisgeben von der Tracker-Route, die Tracker-Defi-Route, die ich zum Testen bekommen habe. Und daher wird dieses Videotagebuch auch ein Tackle-Clip. Also beides zusammen, weil ich keinen Bock habe, alles doppelt zu drehen, weil ich nur 6 Stunden Zeit habe, wie gesagt. Und dann packe ich einfach alles in ein Video. Also Tackle-Clip und Videotagebuch. Ja, ihr habt gesehen, ich habe gerade die Montagen geworfen. Mit den Routen einwandfrei, also da muss man sich echt schon bremsen, da voll durchziehen darf man nicht, wenn man nur 80 Meter werfen muss, weil die eine super Wurfeigenschaft haben. Also ich konnte mir vorher nichts unter Treckerrouten vorstellen, weil ich noch nie eine Treckerroute in der Hand hatte und ja, und das ist ja diese Mittelklasse-Route von Trecker und ich habe mir gedacht, ob die so toll ist. Ja, wir haben die nun mal so ein paar Routen ins Programm geworfen, ja, weil es mittlerweile jeder macht. Aber die sind echt, echt klasse geworden. Richtig gute, schnelle Aktion. Der Blank hat richtig eine schnelle Rückstellung. Also der schwabbelt nicht großartig nach dem Wurf, sondern steht direkt wieder. Da ist es auch für Leute, die nicht so viel Übung haben mit dem Werfen. Da zähle ich mich mittlerweile auch zu, weil ich selten noch auf große Distanzen werfe. Ist es kein Problem, mit so einer Route 100 Meter weit zu werfen. Für geübte Werfer. Es ist auch kein Problem, weit über die 100 Meter zu werfen, 120, 130 Meter, absolut kein Problem. Ja, muss nur was kurz sagen zu meinem Setup heute, weil ich weiß, da kommen wieder viele Fragen drüber. Wieso hast du auf einmal Delkin-Bissanzeiger mit? Das muss ich euch ein bisschen erklären, weil viele, ja, die kommen nicht ganz drauf klar, wenn ich immer ein anderes Tackle bei habe. Wenn ich eine andere Rolle bei habe, eine Diver-Rolle zum Beispiel, dann fragen die Leute mich, wieso fischst du nicht mehr die Okuma 8K? Ist die jetzt doch nicht so toll? Ist die scheiße jetzt? Oder warum fischst du nicht mehr deine Shimano Otegra-Rollen? Findest du die nicht mehr so gut? Kannst du die nicht mehr empfehlen? Da warst du am Anfang so begeistert von. Also Leute, ich habe mehrere Setups und mehrere Routenpaare oder Drillinge und dazu auch die passenden Rollen. Ich habe keinen Bock, immer alles umzuschrauben und daher habe ich auch immer verschiedenes Tackle mit. So ist es auch mit dem Bissanzeiger. Die Delkim EV sind das ohne Funk. Die habe ich mir damals mal gekauft, kurz bevor ich meine Carp Sounder Rock zum Update geschickt habe. Und da brauchte ich Ersatzbissanzeiger. Ich habe kurz gepiept. Dann brauchte ich Ersatzbissanzeiger, dann habe ich mir die gekauft und mittlerweile habe ich meine zwei das ist wieder der Wind, oder? Ja, mittlerweile habe ich meine zwei Carp Sounder Sets auf meinen Pots drauf. Einmal dieses Rock Set auf den Solarpot, auf diesem Edelstahlpot, und das andere habe ich auf den Alu-Pots drauf, also entweder auf dem Dreibein oder auf dem Cygnus Pot, dieses Quick Lock Pot. Und auf diesem Bankstick-System, was ich damals selber gebaut habe, was ich heute im Einsatz habe, da habe ich die Dinger drauf, die nehme ich immer mit, halt, wenn ich nur für 5-6 Stunden rausgehe. So sieht's aus, also macht euch nicht den Kopf kaputt oder zermürbt euch nicht den Kopf, warum auf einmal Delkim auf den Banksticks sind und keine Carp Sounder mehr. Ich schwöre immer noch auf Carp Sounder und da lasse ich auch nichts drüber kommen, aber jetzt mal für so eine Kurzsession brauche ich keinen Funk und da kann ich auch mal hier diese Dinger mitnehmen. Also es waren eigentlich meine Ersatzbissanzeiger. So viel dazu, bevor jetzt wieder 1000 Fragen kommen, ob ich auf einmal Delkin-Fan geworden bin und keine Carp Sounder mehr mag. Ja, muss man immer alles erklären, tut mir leid, aber wenn ihr meine ganzen Kommentare beantworten müsst, dann würdet ihr manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das könnt ihr mir glauben. Ja gut, Leute, ja, die Route, wie gesagt, für das Geld hätte ich nicht gedacht, dass das sowas möglich ist. So eine Route zu bauen mit so einer Wurf-Performance ist eine 5 plus 1 Geringung. In dem Falle ist das eine 13-Fuß-Route mit 3,5 Pfund, also 3,5 Lips, wie man umgangssprachlich sagt, aber Pfund. 50er Startring, einen schönen Spitzenring, der Verwicklung vermeiden soll. Ja, und die Griffoption kann man leider, das ist das einzige Manko an der Route, finde ich hier zum Beispiel, die Griffoption, die kann man leider nur ich habe einen Lauf, glaube ich.
Ja, Leute, jetzt könnt ihr mal die Route im Drillverhalten sehen. Ich konnte echt nicht glauben. Der Poppy liegt vielleicht 20 Minuten und jetzt läuft die Route schon ab. Wahnsinn. Ja, leider ist das Stativ nicht richtig eingestellt und deswegen könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht sehen, wie die Aktion der Route ist. Das tut mir leid, aber wenn so ein Biss aus heiterem Himmel kommt, da kann man nicht noch großartig das Stativ umstellen und einstellen. Naja, bin mal gespannt, was es ist. Fühlt sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Also seid gespannt. Was man auf jeden Fall schon mal über die Route sagen kann, ist, dass das Spitzenteil sehr gut kommt. Natürlich hat man auch in dem Griffstück der Route richtig viel Reserven. Aber man braucht keine Angst zu haben, dass einem ein Fisch ausschlitzt in Ufernähe, weil die Spitze federt echt gut diese Kopfschläge ab. Und da braucht man auch keine Angst zu haben, so eine 13 Fuß Route zu fischen mit so einem Wurfgewicht. Macht trotzdem Spaß damit zu drillen. Habe ich schon mehrere Fische damit gefangen in meinen Tagestouren, wenn die Kamera mal zu Hause geblieben ist. Ja. Und ich bin echt begeistert. Ich habe 2 Routen davon bekommen zum Testen. Werde mir auf jeden Fall eine 3. davon holen, damit ich ein Drilling habe. Falls ich mal an Gewässern bin, wo ich dann mit 3 Routen fischen darf. Also ein Satzer ist es auf jeden Fall nicht. Der Fisch liegt echt gutes Zeug. Ich muss dabei sagen, ich habe eben Fisch rollen sehen am Schilf, habe den Poppy sofort dahin geworfen, ein paar Boilies drumherum gestickt. Ja, und schon lief die Geschichte. Muss ich nur noch sicher landen. Jawohl! Ja Leute, was für ein Auftakt! Gerade 20 Minuten lag die Route, wie gesagt. Und ein wunderschöner Schuppi hat gebissen. Schöner, langer, schön gefärbt, gold gefärbt, also was will man mehr. Direkt funktioniert. Ja, so ist es meistens in meinen Tagestouren, wenn ich mal normalerweise ohne Kamera unterwegs bin, dann läuft es auch. Und diesmal sogar mit Kamera. Freut mich, dann hat sich der Aufwand des Drehens ja doch gelohnt. Ja, wunderschön. Route geht jetzt wieder raus an die Stelle, wieder mit dem gelben Poppy. Nachhüttern werde ich nichts. Und dann schauen wir mal, was noch passiert in den nächsten 5 Stunden, die mir noch bleiben. Ja Leute, das ging ja mal schnell, oder? Ja, freut mich, dass mal was nach Plan läuft und nicht so wie bei der letzten Session, beim letzten Videotagebuch am Baggersee, da wo einiges in die Hose gegangen ist. Ja, was bleibt noch über die Route zu sagen? Ah ja, wir waren stehen geblieben bei der Griffoption. Leider kann man nur eine Griffoption wählen, das ist diese mit dem geteilten Wurfgriff hier. Ist eigentlich schade, ich hätte mir gewünscht, dass es von der Route noch eine Korkgriffoption gibt oder beziehungsweise eine Shrinktube. Das wäre schön gewesen, aber eigentlich sind es ja Arbeitsgeräte, klar fischt das Auge mit, aber in erster Linie sollen sie weit werfen, beziehungsweise eine gute Drilleigenschaft haben, das haben die Routen. Klar,
Viele wollen immer ein bisschen Optik dabei haben. Ich finde die Optik aber gar nicht so übel. Normalerweise stehe ich nicht auf so Wurfgriffe, aber aufgrund dieses Carbon-Blanks, die sie hat, und die Optik, finde ich eigentlich super. Die gleiche Optik hat auch meine Sportex Morion. Ich habe die Routen mal verglichen. Ich habe die rausgeholt aus dem Futteral, die beide mal nebeneinander gehalten. Also dieses Material ist schon sehr ähnlich. Dann habe ich noch eine Grace Torsion Route, also damals das Topmodell von Grace, schon ein paar Jahre her. Die habe ich auch noch und die hat ungefähr das gleiche Material. Sieht auch ungefähr von der Optik gleich aus. Also kann das gar nicht so schlecht sein. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Route, super Drilleigenschaft, vielleicht konntet ihr so ein bisschen im Drill gerade sehen. Das Spitzenteil federt super diese Kopfschläge der Fische ab und man hat immer noch jede Menge Kraftreserven. Klar, 3,5 Lips bei 13 Fuß, das sind schon Geräte, das sind schon Knüppelchen. Aber sie macht keinen Eindruck, als wären sie ein Knüppel, sondern man sollte gar nicht sagen, dass man eine Route in der Hand hat mit dieser Länge und diesem Wurfgewicht. Aber auch empfehlenswert für Leute, die an Strömen fischen, wie der Elbe oder der Rhein oder der Weser, da ist das, also die Option, die ich gewählt habe, mit 13 Fuß und 3,5 Pfund eigentlich ideal, also gar nicht schlecht. Ich werde mir auf jeden Fall eine dritte Route davon zulegen, wie gesagt, damit ich ein Drilling davon habe, weil das ist auf jeden Fall das Geld wert, liegt mittlerweile so, je nach Wurfgewicht und Länge, zwischen, ich glaube, 160 und 190 Euro, 195 Euro Topmodell, also dieses 13 Fuß, 3,5 Pfund, ist für eine Mittelklasse-Route eigentlich normales Geld und kann man auf jeden Fall ausgeben für so eine Route, weil die top verarbeitet ist halt, ne? Also die Lackierungen sind so top von den Wicklungen, die gehen auch, die Lackierung, der Klarlack geht unter, die Ringschläge drunter, also alles super verarbeitet und ich habe jetzt keinen Manko gefunden. Also der Rollenhalter ist ein Fuji-Rollenhalter, in Gunsmoke gehalten, also keine so ein silberner. Silber gefällt mir nicht, weil ich viele schwarz-matte Rollen habe. Und dieses Gunsmoke passt super dazu, also so ein anthrazitfarbenes, grau-mattes Design ist das. Passt super, also finde ich eigentlich klasse. Und hätte nicht gedacht, dass Trekker aus dem Nichts so Routen raushaut. Und ich bin mal gespannt. Werde auch mir bestimmt mal in einem anderen Laden, falls man mal wieder in den Laden gehen darf, auch mal eine der Topmodelle angucken, die Propel von Trekker. Nur mal rein Interesse halber, Routen habe ich genug, brauche keine mehr, aber nur mal zum Schauen, wie die so sind, ob die auch viel besser verarbeitet sind oder ob man da echt dieses Geld mehr ausgeben muss für so eine Route. Schauen wir mal. Genug gequatscht über die Routen, soll ja auch so ein bisschen Tackle-Clip sein, deswegen musste ich so ein bisschen mehr über die Routen reden. Ich blende die Route gleich nochmal so ein bisschen im Detail ein und dann könnt ihr euch die gerne mal anschauen. Und zwar blende ich hier unten jetzt gleich ein, wo ich sie her habe und wo sie eigentlich immer am billigsten ist. Und da müsst ihr mal in die Videobeschreibung gucken, da steht auch dieser Link zu dem Shop hin drin. Also wie immer alles, was ich an Tackle reinschreibe in die Videobeschreibung, steht auch sowas da drin. Also müsst ihr mal reingucken. Dort steht der Shop drin, wo ich die Routen her habe und wo ich die letzte Zeit immer am meisten bestellt habe. Carbrothers.de nennt sich der Shop. Und die Jungs sind immer ein bisschen günstiger als die ganz großen Shops. Also schaut mal da rein. Und ich werde jetzt mal ein bisschen weiter angeln und die letzten 5 Stunden oder 4,5 Stunden noch genießen. Also bis später. Thank you.
Ja Leute, klappt echt wie am Schnürchen. Die Route lag jetzt wieder eine halbe Stunde nur. Gleiche Stelle, wieder gelber Poppy. Heftiger Drill. Ja, schaut mal hier. Richtig massiver Spiegler. Richtig gut Drill gemacht. Knapp 30 Pfund, nicht ganz. Aber so kann es laufen. Also manchmal mache ich 3 Nächte und fange keinen. Und jetzt bin ich gerade mal 1,5 Stunden am Wasser und habe schon 2 Fische. Angeln ist manchmal verrückt, aber deswegen ist es auch so spannend und so interessant. Ja, wunderbar. Die Route geht jetzt wieder mit dem gelben Poppy dahin. Es ist ein mega Sweet Poppy von R&G Fischfeed. Ich denke mal eher, dass die Farbe den Reiz bringt und nicht der Flavor, aber man weiß ja nie. Aber auf jeden Fall, das war der Erfolgsköder. Ja, freut mich, dass es funktioniert. Wunderbar, dann hoffe ich mal, ich kann euch noch ein paar bieten. Noch habe ich ungefähr so 4 Stunden Zeit. Schauen wir mal, was noch geht. Und diesmal fühlt sich richtig gut an der Fisch. Ja Leute, das läuft dann mal nach meinem Geschmack. Also der Drill war unbeschreiblich. Ich habe echt gedacht, ich habe die Mutter aller Karpfen drauf hier. Weil der Fisch sich extrem schwer gemacht hat. Den hat man kaum bewegt bekommen. Nach endlos langer Zeit war er dann mal vorne am Ufer. Und als ich den in den Kescher buxiert habe, habe gesehen, was das für eine Größe ist, konnte ich das kaum fassen. Hier so ein kleiner Spiegler, sehr schön gefärbt hier, schön golden hinten, wunderschön. Der hat echt einen Dampf gehabt, also wie so eine 25 Kilo Mutti. Unbeschreiblich. Ja, die Fische sind in einer Bombenverfassung jetzt hier in dem flachen See. Ich weiß gar nicht, was wir für eine Wassertemperatur haben, aber ich denke mal genau die richtige. Und viel Wind am Wasser, das war immer gut hier. Und wenn das in die Bucht reindrückt hier, war das immer klasse. Und die Fische sind in einer Bombenverfassung. Teilweise schon leicht angesetzt, das ist zum Beispiel ein Milchner hier. Ja, wunderbar. Der Poppy geht jetzt wieder raus. 1 Stunde habe ich noch, 1,5 Stunden ungefähr. Vielleicht geht ja noch einer, aber 3 Fische für 6 Stunden angeln ist schon mal sehr gut, finde ich. Wunderbar, dass es funktioniert hat. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann läuft es auch. Meistens ist es genau umgekehrt bei mir, immer am falschen Ort zur falschen Zeit. Naja, egal. Hauptsache es läuft jetzt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Entweder zum Schlusswort oder vor der Matte. Nummer 4. So Leute, Nummer 4 liegt in der Matte. Der Drill war unspektakulär, weil von den 80 Metern entfernt, wo der gebissen hat, sind wir ungefähr 60 mit Vollspeed entgegengekommen. Ich habe gedacht, der wird ausgeschlitzt, aber kurz vor dem Ufer habe ich einen Kontakt gehabt. Bisschen besser als eben der, aber wesentlich schöner beschuppt. Also schaut euch mal dieses schöne Tier an. Klasse, oder? Ja, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde.
werde jetzt noch mal die halbe Stunde die Route raussetzen. Ja, und dann geht's los. Da geht's ab nach Hause. Und mit 4 Fischen kann man breit grinsend nach Hause fahren nach 6 Stunden Fischen. Also manchmal ist es echt so einfach, wenn die Bedingungen stimmen und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ja, wunderbar. Also, gibt's ein Abschlusswort oder bis gleich vor der Matte. So Leute, Fisch Nummer 5. Ich habe eigentlich das Schlusswort schon gedreht, das kann ich jetzt neu drehen. Wollte gerade danach die Kamera abbauen und einpacken. Und schwuppdiwupp, eine Route war schon im Futteral, läuft die letzte Route ab, die noch im Wasser liegt. Wahnsinn, also 6 Stunden, 5 Fische. Wenn immer so laufen würde, wäre fantastisch. Ja gut, ich versuche jetzt meine Fisch zu keschern. Und dann sehen wir es gleich von der Matte. Und dann packe ich danach weiter ein. So Leute, mal ganz kurz. Fisch Nummer 5. Kleiner Spiegler, wieder gut Dampf gehabt. Ja, was will man mehr? Route ist jetzt somit ausgiebig getestet worden. Ja, klasse. Ja, ich habe jetzt gerade den Fisch noch im Kescher gelassen, im Wasser, habe die Route direkt wieder dahin geworfen, weil ich packe ja jetzt weiter ein und vielleicht geht ja noch einer. Deswegen warte ich jetzt noch mal so ein bisschen mit dem Schlusswort und dann mache ich das erst, wenn die Route drin ist, weil vorher könnte immer noch einer ablaufen. Also. Gleich mal, bis gleich zum Schlusswort. So Leute, ich bin fast fertig mit dem Einpacken. Die Route ist noch draußen, weil wenn es so gut läuft, dann traut man sich die Route gar nicht reinzuholen. Da möchte ich am liebsten noch ein paar Stunden dranhängen, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Ja, ich hoffe, dieses Videotagebuch /Tackle-Clip hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen mehr über die Route erfahren, falls ihr euch dafür interessiert habt. Oder gerade auf der Suche nach einer neuen Route seid. Aber ich kann euch echt sagen, geiles Stöckchen, macht richtig Spaß. Konnte jetzt bei dieser Session natürlich unter Beweis stellen, was sie kann. Ne, von der Wurfweite her echt super. Man braucht gar keine große Mühe zu geben, um auf 80 Meter zu kommen. Vom Drillverhalten her auch echt klasse, also wunderbar. Besser hätte die Session auch nicht laufen können mit 5 Fischen in 6 Stunden. Also ich bin voll zufrieden und fahre jetzt glücklich nach Hause. Ja, was heißt glücklich? Am liebsten würde ich, wie gesagt, noch 5 Stunden dranhängen oder so und die 10 voll machen, aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Sagt man zumindest so. Ja, Leute, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein, da steht immer drin, was ich gerade an Tackle benutzt habe. Da ist auch der Link drin, wie man meinen Channel unterstützen kann und der Link zu meinem Merchandise-Shop. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, einfach auf Abonnieren drücken, kostet nichts. Glöckchen aktivieren, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video erscheint. Ja, dann würde ich sagen, geht raus ans Wasser. Wenn ihr auch so einen flachen See habt, der sich schnell erwärmt, ist jetzt die beste Zeit, um dort richtig abzuräumen. Habt ihr ja gesehen. Also geht raus ans Wasser, haut was auf die Matte. Ich drücke euch für immer die Daumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.